So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Ja, und zwar The Witcher und kein Forza Horizon 3. Man sieht es, glaube ich, auch schlecht, weil die Autos, naja, sieht man hier nicht wirklich. Und zwar bin ich gerade hier am DLC Blood and Wine und wir machen die Quest oder den Auftrag Pferdephantome. Den ich zwar schon kenne, da ich das schon einmal durchgespielt habe, alles hier. Aber ist doch egal. War ja vor einem Jahr. Hab eh das meiste vergessen. Gucken wir mal. Achso, ich bin übrigens hier natürlich mein guter Geralt hier, ne? Mit einer schönen, richtig netten und fetten goldenen Rüstung. Für 18.000 Kronen. War mega teuer, aber ich meine, jetzt, wenn ihr mal so meinen Konto schon anguckt, ja, 107.000 Kronen, alles klar. Und ich habe alle Hexerrüstungen auf Meisterlich und sogar eine noch auf Großmeisterlich. Ich habe viel Asche, ich bin noch Level 53, deswegen auf meinem zweiten Speicherstand wohl gemerkt. Ich habe noch einen anderen. Da hab ich noch zwei Level mehr oder drei. Mal gucken. Wir müssen jetzt hier die Gegner kunden und was suchen. Ein Auftrag, hier geht es darum, da haben wir eine Frau, eine einsame Frau. Und die wird von einer Dämon so heimgesucht. Weil halt irgendwie hat irgendwelche Wahnvorstellungen. Weil sie aus einem komischen Trank nimmt. Und das ist halt in Form eines riesigen Pferdes. Das ist ziemlich crazy. Aber gut. Aber der Auftrag, der ist ziemlich lustig, das weiß ich. Bin ja schon mal gespielt. So, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Wir haben hier. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Das macht Gerard. Übrigens, ich werde dann dran an dem, was die Einsiedlerin sagt. Natürlich werde ich auch in den Zwischensequenzen die Fresse halten. Weil es ist einfach zu geil in The Witcher. Da kann man nicht dazwischen reden. Das gehört sich nicht. Manifest des Kaisers. So. Ich könnte das Video jetzt gerne stoppen, wenn ihr möchtet. Oder einfach jetzt. Ich lasse es noch ein bisschen da, dass ich mir selber durchlesen möchte. Aha. Okay. Kurz überflogen. Aber ist ja egal. So, ich war noch ein Hinweis. Tropfen auf dem Kissen. Sie führen zum Fenster. Ja. Aufnehmen können wir noch was klauen, jawohl. Weil ich klaue nicht ein wenig im Spiel. Ich muss nachsehen, ob die Spur auf der anderen Seite weitergeht. Würde ich dir auch raten. Gucken wir mal. Sinne und ja, aber doch eine nette Spur, die da lang geht. Wir verfolgen die erstmal. Schön langsam. Das Fußabdrücke. Die Blutspur beginnt auf dem Kissen und endet hier. Das Medaillon vibriert immer noch. Okay, hier geht's nicht weiter, oder? Nein. Ich will gleich im Gebiet weiter suchen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Erstmal da die Kuh, die haben wir geil. War hier noch irgendwas? Was Spezielles noch? Nee. Ist angezeigt. Erstmal die Kuh will ich töten. Ey. Stift. Was ist das für eine Kuh, Alter? Ich wollte hier Fleisch haben. Miststift. Ja. Krass, war meine. Du bleibst Kühe. Echt harter Boy, ne? Gewöhnlicher Graubrot. Starkes Halluzinogen. Offiziell ausgestorben. Sowas sieht man nicht oft. Irgendwas trinkt nachts das Blut der Einsiedlerin. Das ist eindeutig. Ich muss mit ihr reden. Vielleicht kann sie mir noch was sagen. So. Fräulein. Hexe. Genau. Warum hast du das Leben eines Geißlers gewählt? Ich habe gehört, dass Geißler sich peitschen, um für die Sünden der Menschheit zu büßen, Götter gnädig zu stimmen und Vergebung zu erlangen. Ist das bei dir auch so? Jeder hat seine eigenen Gründe. Ich büße für die Leiden eines Wesens, das einst der Eitelkeit eines anderen zum Opfer fiel. Ich mag Menschen nicht. Ziehe die Gesellschaft von Tieren vor. Wie der Hexer. Wollte Tiere, kann man Geld verdienen. Als Monster schlechter. Bester Joke, aber. Naja. Es sieht so aus, als würde dich eine Erscheinung plagen. Ich weiß nicht, was für eine. Hast du dich in letzter Zeit schwach und ausgelaugt gefühlt? Und hattest du Bissspuren? Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Bisse? Ja, sicher. Läuse und Mücken gibt es hier genug. Ich rede nicht von Läusen. Irgendwas Großes trinkt dein Blut, wenn du schläfst.
Aber ich schlafe nicht, überhaupt nicht. Er ist immer da und beobachtet mich ständig. Ich halte das nicht mehr aus. Leider kann ich nicht viel machen. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht bekämpfen. Ich kann dir einen Aufguss aus dem Grauhut machen. Zwei Pilze habe ich noch, das reicht für eine Dosis. Vielleicht siehst du dann, was ich sehe. Wer weiß. Dieser Pilz würde sogar bei mir ein paar üble, schwer vorhersehbare Nebenwirkungen haben. Stimmt, man kann nicht wissen, wie Grauhut auf mutierte Körper wirkt. Egal. Das finden wir wohl nur raus, wenn wir es ausprobieren. Da hast du recht, Geralt. Einfach machen. Gut. Wird Zeit, dass ich es versuche. Wenn ich irgendwas von Einhörnern und Zauberinnen rede, hör einfach nicht hin. Sorry, das muss da sein. Ja gut, ne? Nebenwirkung halt. Ich sehe keine Erscheinung. Donnerwetter! Dieser Klee ist umwerfend! Oh, was für ein Aroma! Wer spricht da? Oh, du bist wach! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, du warst lange weg. Wollte dir schon weißen Honig geben. Ist nur ein bisschen schwierig mit Hufen. Plätze? Ja. Plätze redet auf einmal. Da war nämlich ein bisschen halluziniert, wie man auch so ein bisschen sehen kann. Das ist ein bisschen verschwimmt. Mal wegen der Zauberin und dem Einhorn. Zauberin ist natürlich Yennefer gemeint, Geralts Geliebte. Und mit dem Einhorn, ja. Das ist ein ausgestopftes Einhorn. Und auf dem hatten Geralt und Yen schon des Öfteren Geschlechtsverkehr. Muss man einfach so zu sagen. Deswegen musste ich lachen, weil, naja. Dein Timbre ist interessant. Ich dachte, eine junge Mähre klänge mädchenhafter. Oh, weil du so viel Erfahrung mit sprechenden Tieren hast? Soweit ich weiß, bin ich das Erste. Schon wahr. Sicher? Ich meine, da gab's schon mal was. Aber egal. Aber na, die Stimme von Uke Boss ist einfach richtig genial. Weil das ist der Sprecher von Plätze. Das muss der Trank sein. Interessante Nebenwirkung. Toll, oder? Du solltest das Zeug öfters nehmen. Ich hätte so viele Tipps für dich. Besser nicht. Das könnte schnell tödlich enden. Ja, genau. Das wollte ich schon immer wissen. Sag mal, warum kommst du eigentlich immer sofort, wenn ich pfeife? Das wollte ich schon immer wissen. Da Plätze reden kann, kann er es mir auch sagen. Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass du immer sofort auftauchst, wenn ich pfeife? Wie funktioniert das? Ja, du bist doch mein Mensch. Ich muss doch da sein, wenn du mich brauchst. Ob es in den Sonnenuntergang geht oder direkt in die Gefahr. Trotzdem komisch, dass du auch Ozeane überwindest, wenn ich pfeife.
Nur um dann am nächstbesten Weidenzaun festzuhängen. Wieso? Ja, was soll ich sagen? Niemand ist perfekt. Da hast du euch Plätze. Da hast du tatsächlich mal recht. Aber diese Stimme, ne? Die klingt wie auch, als wenn das als ein Pizza so ein bisschen auch so ein bisschen high ist oder einfach nur so dumm klingt. Das ist einfach richtig genial. Hör mal, ich habe da einen Auftrag, den ich erledigen muss, solange das Zeug wirkt. Klar, Monster erschlagen sich ja nicht von selbst. Lass mich mal sehen, worum geht's denn? Komm mit und versuch keine Pflanzen und Kleintiere zu zertrampeln. Warum denn nicht? Mach ich doch gerne. So, wir sollten dieses Gebiet gründlich erkunden. Ich suche nach Hinweisen. Du bleibst da stehen und bleibst da stehen. Gut. Sieh dir das mal an. Hier ist doch nichts. Das sind Hufspuren. Und zwar nicht von irgendeinem Gaul, sondern von einem außerweltlichen Astralwesen. Wir müssen ihnen folgen. Oh ja. Dann geh voran, Plätze. Geralt, guck mal. Das ist doch eindeutig eine Spur. Alter, diese Stimme, ey. Plötzlich bin ich vorbei. Ey, das ist einfach so geil. Tote Motten. Die können auf die Anwesenheit von Phantomen hindeuten. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Was ist mit dem Geruch? Riecht wie ein Hüsima auf dem Friedhof, als wir Kohle gejagt haben. Es riecht nach... Tod. Riecht doch ganz normal. Willst du mir einen vom Pferd erzählen? Oh, ernsthaft? Genau das dachte ich mir auch gerade. Ernsthaft? Muss das wirklich sein? So. Hatten hier was Schönes? Also gut, jetzt weiß ich, woran wir sind. Na dann sag mal. Bin gespannt. So, Geralt, fassen wir zusammen, was wir wissen. So, Geralt. Oh Gott. Wir haben es wahrscheinlich mit einer Art Erscheinung oder Phantom zu tun, die die Einsiedlerin nachts aufsucht und ihr Blut trinkt. Wenn wir sie finden, habe ich keine Ahnung, wie wir sie bekämpfen sollen. Geralt, bitte. Ich weiß, was hier los ist. Es kann nur ein Nachtmahr sein, eine immaterielle Erscheinung. Er hat die Form eines Pferdes angenommen. Ein Nachtmahr? Ja, das ist schlüssig. Nachtmare sind gänzlich unsichtbar, sogar für Hexer. Aber wie kommst du darauf? Weil er für mich nicht unsichtbar ist, du Rindvieh. Da drüben ist er doch! Ja, ich sehe ihn auch. Er entkommt! In den Sattel, Hexer! Wir müssen ihn fangen! In den Sattel, Hexer. Ja, guck mal, da ist er doch! Alter! Das ist einfach so geil geschrieben. So, Gott, ey. Eda, ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten müssen. Und kein Sattel, ey. Man läuft sich aus, aber. Der wohl reichen. Der Scheiß wie. So schnell, ne? Wir müssen mal reden. Von Pferd zu Mann. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber deine Priester sind ja nicht so gefahren. Es wäre lieb von mir, wenn du etwas entschiedener kundtun könntest, wo du eigentlich hin willst. Ich weiß manchmal echt nicht, was du von mir willst. Links rum, rechts rum oder einfach nur rumstehen und mit dem Arsch wackeln. Ja, und es wäre toll, wenn du auf meine Befehle etwas flüssiger reagieren könntest. Kommt ein Pferd in die Taverne und bestellt sich ein Bier. Sagt er Bier? Gern, aber warum so ein langes Gesicht? Verlieren wir den Nachtmahr nicht aus den Augen. Siehst du ihn? Ja, da ist er. Lauf, Plätze. Was zur Hölle glaubst du, was ich mache? Ja, laufen? Den Ausdauer regenerieren. So. Folge ich wieder. Okay, geh weg. Ich muss es fragen, solange ich die Möglichkeit habe. Wieso wirfst du mich eigentlich manchmal mitten im Kampf ab? Also, daran kann ich mich wirklich gar nicht erinnern. Natürlich nicht.
Wollen wir jetzt rennen, schneller? Der Boden verschwunden. Auch glaube ich hier. Hallo. Warte mal. Schwert ist im Arsch. Müssen wir reparieren. So. Komm. Machen wir hier so ein hässliches Leben, ne? Ich hab's ja. Dann weiß ich ja sonst nicht. Wirkt auf die Axi. Gucken, was es mir jetzt gibt. Das ist übrigens das Teil, das ich schon nicht so. Ich kann auch natürlich hier mehr blocken, mehr Dinge Leben verlieren, aber das tut mich nicht. Ich will es nicht nur zeigen. Ich habe eigentlich eine besondere Fähigkeit. Dank diesem Rotationssystem von Blood and Wine. Warte, genau, da sieht man es auch schon, zweites Leben. Warte. Nein. Ja, aber halt, wenn ich jetzt sterbe, also meine Vitalität 0 erreicht, regeneriere ich wieder einmal voll. Bin währenddessen unverwundbar, wegen der Zeit. Habe ich quasi zwei Leben. Aber dieser Effekt ist nur alle 3 Minuten verfügbar, aber das ist, glaube ich, machbar. Und seitdem diese Fähigkeit habe ich nicht mehr gestorben. Ist das Zufall? Ich glaube schon. So, ist weg. Untersuche den Grabstein. Mache ich doch gerne. Also erstmal hier haben die Dinge auch was hinterlassen? Nee. So, was kann man denn da Schönes? Jetzt haben wir hier ein kleines Kästchen, ein paar Bogen. Gut. Warte mal. Schwert? Das war ein Schwert. Okay. Nehme ich gerne. Wenn es gut ist. Marcello Clerici. Ritter. Letztes Jahr gestorben. Ungefähr gleiches Alter wie die Einsiedlerin. Vielleicht ist sein Geist zum Nachtmahr geworden, der jetzt Pinastri quält. Warum sagst du mir das? Ich kann ja selber lesen und Rückschlüsse ziehen. Ich denke nur laut. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Geralt, es ist der Nachtmahr! Angriff! Lasst mich erklären! Sprich, fass dich kurz. Warum quälst du die Einsiedlerin? Sie quält mich! Sie weigert sich, mir zu vergeben. Nun kann ich im Jenseits keinen Frieden finden. Und das ist ihre Schuld. Ich komme jeden Tag und flehe sie um Gnade an. Flehst sie um Gnade an? Du trinkst ihr Blut und jagst ihr schreckliche Angst ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Etwas Monströses überkommt mich. Trotzdem finde ich erst Frieden, wenn Pinastri mir vergibt. Ja, was verbindet euch? Du und die Einsiedlerin. Woher kennt ihr euch? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich liebte sie. Aber sie war immer traurig und nichts konnte sie aufmuntern. Die Welt erschreckte sie. Ich dachte, es läge an der Armut. Also tat ich alles, damit wir woanders ein besseres Leben anfangen konnten. Ich wurde knapp und nahm sie mit an den Hof. Pinastri erfuhr bald, dass Adlige auch nicht anständiger sind als Bauern. Kein bisschen. Als schließlich sogar ich in ihren Augen böse geworden war, floh sie aus dem Palast und schloss sich den Geißlern an. Ich verließ den Hof, um in ihrer Nähe zu sein. Auch sie schickte mich fort und sagte, sie wolle mich nicht kennen. Als die Peitschenschwinger sich ebenfalls als zu hartherzig für sie erwiesen, wurde sie Einsiedlerin. Das sehe ich jetzt deutlich. Ich habe es nie verstanden, als ich noch lebte. Aus der finsteren Tiefe des Grabes
sind Lebende wie helle Fackeln. Man sieht alle ihre Gedanken gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum sie mich wegschicken musste. Sie ist voller Zorn. Vermutlich bist du deshalb zu einem Nachtmahr geworden. Genau, warum erscheinst du ihr als Pferd? Das ist auch mal eine interessante Frage. Warum hast du die Form eines Pferdes angenommen? Pferd? Wovon sprichst du? Seit ich tot bin, erhebt mich eine Macht jeden Tag aus dem Grab und lässt mich rennen. Dann kehre ich mit Blut im Mund zurück. Ich weiß nicht, was das ist und wie es geschieht. Aber es wird erst aufhören, wenn sie mir vergibt. Aber du sagst, sie sieht mich als Pferd? Offenbar. Ich habe dich auch so gesehen. Ja gut, Blut am Mund, das kann natürlich die Bisse erklären. So. Du musst sie ja sehr verletzt haben, wenn sie dir nicht vergeben und dich lieber leiden sehen will. Was hast du getan? Ihr? Nichts. Aber mein Pferd. Ich habe es zu Tode gepeitscht. Pinastri hat es gesehen. Ein stolzes Tier. Ein Blitz. Aber unzuverlässig. Und beim Turnier warf er mich ab. Ich hatte unbedingt siegen wollen. Pinastri hatte sich so gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ich, ein Bauernsohn. Ich wollte für sie siegen. Aber das Pferd ließ mich im Stich. Der Zorn packte mich. Und ich schlug es, bis es zu Boden ging. Oh, wie ich es bereue. Bitte vergib mir im Namen von Blitz. Wow. Ist ja beide scheiße. Also ich würde ihm vergeben. Ich meine, dass ich jetzt... In diesem Speicher stand eher so ein Typ, ich bin halt nicht für Sterben. Ich bin halt auch eher... Ich habe Mitleid mit Leuten. Ich bin großzügig. Ich sehe auch das Gute in den Leuten. Ich sehe auch die Reue. Aber hier sind nur Schlechtanwaltmöglichkeiten. Warum? Ich würde ihm gerne vergeben, aber... Das kann ich aber halt auch nicht, ne? Deswegen das Erste. Als Zweites wäre, finde ich, ein bisschen zu hart. Das kann ich dir nicht vergeben. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber dein Pferd könnte es. Bitte. Ich tue alles. Ich bin verzweifelt. Hilf mir. Edle Dame, vergib mir meine Sünde. Komm, also vergib ihm. Ja, wir wollen ein gutes Ende. Das wird dann wahrscheinlich damit erreicht. Tipp ich jetzt mal. Du könntest seine Seele befreien, indem du ihm anstelle seines Pferdes vergibst. Aber tu es nur, wenn du findest, dass er es verdient hat. Du hast Scheiße gebaut, da gibt es keine Entschuldigung. Dein Pferd war loyal und hat sein Bestes gegeben. So sind wir Pferde eben. Ich weiß, ich verdiene mein Schicksal. Aber wir sind nicht rachsüchtig. Oder nachtragend, wenn man uns mal wieder in monsterverseuchten Wäldern zurücklässt. Daher, im Namen deines beklagenswerten Pferdes Blitz, vergebe ich dir. Danke. Ich... Es ist unglaublich. Was für eine Erleichterung. Schön. Ich freue mich. Na schön, gehen wir zurück. Pinastri kann jetzt ungestört und geisterfrei schlafen. Hast du noch was hinzuzufügen, Geralt? Nein. Gehen wir zu ihr. Das Phantom ist fort. Es wird dich nicht mehr quälen. Das habe ich gemerkt. Es war
als käme ich aus einem finsteren, feuchten Verlies. Ich dachte schon, niemand könnte mir helfen. Danke, Hexer. Du solltest meinem Pferd danken. Es ist hauptsächlich Plötzes Werk, dass das Phantom jetzt weg ist. Dann danke ich auch dir, edle Kreatur. Ich muss schon sagen, mit unseren vereinten Kräften war das ein Kinderspiel. Und jetzt? Zurück auf den Pfad? Zum nächsten Anschlagbrett? Den nächsten Auftrag annehmen? Genau. Aber der Trank lässt nach, das merke ich. Bald kann ich dich nicht mehr verstehen. Mist. Ich wollte dir noch so viel sagen und... Pferde sind kluge Tiere. Leb wohl, Hexer. Ach ja, Hera seiner Plötze. Er liebt sie einfach. Aber ich finde, war echt eine geile Quest. Das habt ihr hoffentlich auch. Nur leider war es meine letzte Quest hier im Spiel. Ich gehe mal kurz in den Quest-Log. Das Hauptspiel durch, Hearts of Stone, alle Quests durch. Hauptquests keine mehr, auch Blätter 9 durchgezockt, Nebenquests bleiben noch gewinnt. Mag ich nicht besonders. Gewinnt. Und noch ein paar Rennen, Pferderennen. Stadtsuchen haben wir noch hier zwei Quests eigentlich, aber irgendwie, die gehen nicht bei mir. Ich bin an den Ordner, ich suche alles ab, ich habe auch YouTube-Videos angeguckt, wo die Schätze da sein sollen. Da ist aber nichts. Ich war auch mehrmals an diesen Orten, auch bei den beiden hier, da ist einfach nichts. Leider ist es wieder vorbei. Witcher 3 Rhein ist einfach ein unglaublich geiles Spiel. Ich kann ja mal kurz gucken, wie lange ich das gespielt habe. Jetzt habe ich mal direkt hier eine Aufnahme. Also von dem Stand von gestern. Die Stunden von heute werden da noch nicht mitgezählt. Da kommen dann circa nochmal 4 dazu ungefähr. Obwohl. Ja, 3-4 Stunden. Kommt nochmal dazu. So. Haben wir Witcher 3 Wild Hunt. 1600 Gamerscore. Bin dann süchtig, ja, ich weiß. Und ja, man sieht es da. 20 Tage und 22 Stunden. Das sind 502 Stunden. Das ist krass, ne? Für ein Singleplayer-Spiel. Das auf nur 2 Speicherständen. Es ist einfach unglaublich geil. Deswegen auch die lange Spielzeit. Ultimativ braucht das DLC, Blood and Wine, ne? Das ist einfach nochmal geiler als das Hauptspiel, was eigentlich schon schwer voll vorstellbar ist. Aber es ist einfach nur grandios, das Spiel. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen und diesmal dann nochmal anders. Mit noch anderen Entscheidungen und anderen Kampfstil und noch einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich habe ja gesagt, ich bin auf dem 2. von 4. Das zeige ich auch noch mal kurz. Ich bin jetzt hier, das Schwert und die Geschichte. Dann einer darunter wäre einfach nur die Geschichte. Einer darüber Blut, Schweiß und Tränen. Und Todesmarsch, aber das lassen wir mal lieber. Weil mir reicht das jetzt schon so. Es ist eine angenehme Schwere, muss ich sagen. Das ist völlig in Ordnung. Okay, die Quest an sich, das Quest-Design in Witcher, das ist einfach auf einem Level, das habe ich vorher noch nie gesehen. Deswegen, ich sag's auch nochmal kurz am Ende des Videos, ist auch The Witcher 3 das beste Spiel, was ich in meinem ganzen Leben je gespielt habe. Da kann auch nicht mal Forza mithalten oder wie GTA oder irgendwas anderes mega geiles, da kann einfach nichts mithalten. Es ist einfach göttlich. Ich spiele es immer wieder gerne, Witcher. Und hoffentlich auch beim nächsten Mal. Deswegen war das auch die einzige Folge hier in Witcher 3 vorerst, also auf diesem Speicherstand. Wenn ich es nochmal durchspielen werde, kommt vielleicht auch eine oder andere Folge, muss ich mal schauen, aber ich denke mal eher nicht. Und trotzdem, ich fand's geil. Ich hoffentlich auch. Wir sehen uns hoffentlich in Forza wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss!